Meine Wurzeln sind aus Indien, bin aber in Sri Lanka geboren. Und ich glaube, das macht auch das noch spannend, wenn ich jetzt hier komme mit einer anderen Identität als Flüchtling, dann es geht immer wieder um die Identität, dieser innere Konflikt, um seine wahre Identität zu finden. Wer bin ich? Immer wieder, ja. Ich kämpfe um meinen Platz in der Gesellschaft. Als Flüchtling kämpfe ich für meine Identität. Als Frau für die Gleichberechtigung. Und dann als alleinerziehende Mutter für die Existenz.